Hallo und herzlich willkommen zu meinespresso TV. Die neue Woche startet und um dynamisch in die neue Woche zu gehen, möchte ich mich heute mit dem Thema Social Network oder Social Media oder Web 2.0 beschäftigen. Auch ich bin, das gebe ich freimütig zu, Facebook-süchtig. Und auch ich arbeite mit Facebook und ich schalte mit wachsendem Erfolg Werbung auf Facebook. Eine Sache, die sehr nützlich sein kann, um Kundenkontakte zu vertiefen, die möchte ich gleich noch vorstellen. Ich möchte nur noch eine Idee haben oder eine Idee sagen, die ich in den vergangenen Tagen mit mir rumgetragen habe, dass es ja immer heißt, man soll sich auf etwas konzentrieren und fokussieren, und ich habe das schon häufiger gesagt, natürlich strömen jetzt die Menschen zu Facebook, Google, bei Google wird Werbung geschaltet über Google AdWords. Also es findet vom Marketing her, gerade bei Einzelkämpfern, eine starke Fokussierung auf das Internet statt. Kennen Sie noch die gute alte Schallplatte? Wenn sich jetzt alle auf die Schallplatte gestürzt haben und gesagt haben, ich werde nie etwas anderes machen als die Schallplatte, weil das gibt's, also konzentriere ich meine Kräfte darauf, und dann kam die CD auf den Markt, dann hätte man damals verkackt. Aber hätten Sie sich vor die Plattenbosse hätte jemand von euch sich 1979 vielleicht vor die Plattenbosse hingestellt, wenn er dann schon so alt gewesen wäre, und hätte gesagt, irgendwann gibt es die Schallplatten nicht mehr. Da kommen so kleine Scheiben auf den Markt, beziehungsweise so USB-Sticks, da ist dann auch Musik drauf, dann hätten die mich wahrscheinlich damals ausgelacht. Jetzt kann der ein oder andere natürlich sagen, gut, dieser Vergleich hinkt. Stimmt. Aber wer von euch kennt zum Beispiel noch Yahoo? Ja, Yahoo ist heute eine kleine Suchmaschine unter vielen, und Google ist die Suchmaschine für die allermeisten Menschen. Zu Zeiten des Internet-Hypes um 2001 war Yahoo die Suchmaschine. Es gab nichts anderes. Google war da eher noch, daran erinnere ich mich noch ganz genau, war da eher noch so eine Art Geheimtipp. So können sich die Zeiten sehr schnell ändern, deshalb empfehle ich auch immer einen Blick darauf zu haben, was passiert bei Xing, was passiert bei Focus, bei Facebook, was passiert bei MeinVZ und so weiter. Wohin geht der Trend? Es können heutzutage Dinge passieren, ohne dass ich jetzt Worst-Case-Szenarien bis ins kleinste Detail ausmalen möchte, aber es kann auch mal sein, dass durch irgendeine Sache Facebook plötzlich zu ist. So, und dann sollte es Ausweichstrategien geben, sollte es andere Strategien geben. Doch bis dahin gibt es eine wunderbare Möglichkeit für alle, die von euch, die zum Beispiel Webshops haben und eine Bestellung reinkommt in diesen Shop, dann schaue ich immer mal, ist derjenige, der bei mir bestellt hat, auch bei Facebook oder bei Xing oder bei einem anderen Netzwerk, meistens aber bei Facebook oder bei Xing. Und wenn er dort ist, kontaktiere ich ihn und sage, Mensch, vielen Dank für die Bestellung und bitte um die Bestätigung des Kontaktes. Und das ist ziemlich cool, so intensiviert sich der Kundenkontakt, so hat der Kunde die Chance, mir direktes Feedback zu geben über Facebook oder über Xing, wenn etwas nicht okay ist oder wenn er sagt, Mensch, das war toll, was du da gemacht hast. Und auf der anderen Seite habe ich auch den Kontakt zum Kunden und kann den Kunden zum Beispiel fragen, welches Produkt möchtest du als nächstes haben oder woran hast du spezielles Interesse. Bei Facebook geht das ja zum Beispiel über dieses neue oder relativ neue Umfragentool. Und ich habe eine Menge Möglichkeiten, mit dem Kunden zu interagieren. Ich kann ihn zu Seminaren, zu Workshops einladen, ich kann ihm mein neuestes Produkt vorstellen, meine neueste Dienstleistung anbieten. Ich kann sehen,
wenn mein Kunde irgendwo klickt, was ihm gefällt, dann sage ich, aha, ich habe jetzt mal dann vielleicht zum Beispiel einen Workshop gepostet, wo es um Metaphern geht und jemand klickt das und sagt, das finde ich gut, dann sage ich, aha, da hat jemand eventuell Interesse an diesem Workshop, dann kann ich ihn daraufhin ja mal ansprechen. Ein nützliches Werkzeug, um die Kundenbindung zu verstärken, ist Facebook allemal. Und in diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit, einen guten Start, in die Woche. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.